Moin, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu Resident Evil 1 Remake Remaster für die PS4. Wir haben jetzt hier den Flammenwerfer, mitgebracht. Und dann will ich den da auch einsetzen, weil ich wirklich keinen Plan habe, wofür das jetzt gut sein soll. Die Tür jetzt abgeschlossen. Welche Tür ist jetzt? Irgendeine Tür damit aufgeschlossen? Was habe ich denn jetzt gemacht damit? Krass. Oh, Gottes Willen, ey. Dieses Spiel hält mich auch ganz schön auf Trab. Hier ist ein langer Raum mit verdächtiger Stille. Da sind blaue Kräuter, das merke ich mir mal lieber. Und im Raum davor... Ist hier irgendwas? Nö, sieht nicht so aus. Ein Hebel. Verwenden! Jawohl! Oh nein! Ja, als ob das Ding jetzt hier nicht losprescht. Gleich oder so. Na, ein großer Felsbrocken versperrt ihren Weg. Ja. Ach, warte mal, was? Das ist da, wo der Raum ist. Ach, krass. Das heißt, ich muss noch mal öfter verwenden hier, wa? Bam. Und dann löse ich das, den Mechanismus aus. Um, dass der Felsbrocken rollt, glaube ich. Jo, sag ich doch. Einmal geradeaus und links, bitte. Ja. Hab es geschafft? Oh mein Gott, warum war das so komisch? Ey. Ah. Bei der Steuerung weiß man halt nicht, ne? Oh, ich hätte vielleicht vorher nochmal gucken sollen, was hinter dem Felsbrocken war. Where am I here? Oh, das sieht aus. Sieht ja aus wie dieser Raum mit dem Sarg, Alter. Was zum Teufel? Statue der Göttin lächelt ihnen still zu. Was ist das denn hier für ein Loch? Ach so, okay. Was denn jetzt? Aha. Aha. Warte mal, gibt es hier irgendwie einen Weg, dass ich den... Wofür ist der hier gut? Ach, ich verstehe. Ja, ist gut, brech ab den Shit. Nochmal. Wieder zurück mit dem Dreck. Oh, ich musste dieses Rätsel erstmal lösen hier, ne? So, ist gar nicht so dumm, aber eigentlich doch relativ leicht. Übrigens, Resident Evil Revelations 2 hat schon viele Rätselelemente, die ich mir bei einem Zelda-Spiel vorstellen könnte. So, keine Ahnung. Da gab es irgendwie... Hallo? Ist keine Zeit zum Spielen, Chris. Hier wird gearbeitet. So. Dann kann ich die gute Göttin da mal nach vorne schieben. Ja, klasse. Damit man das ja schafft. Dann schieb noch mal. Ach, Chris, bitte tu mir das mit dieser Steuerung nicht an. Danke. Eins. Kann man nochmal machen? No. Chris, Mann. Komm schon, Chris, schieb einmal. Ja, ist gut. Brech ab, die Scheiße. Ich kann mich nicht dahinter quetschen, oder was? Chris, Mann. Du Mann. Oh, come on, ey. Mein Rätselleiden hier. Oh, was ein anstrengendes Rätsel. Jetzt war ohne Witz. Anstrengend im Sinne von, es ist gar nicht kompliziert oder so, sondern es ist... Oh nein, passt doch. Ich bin nur... Ich dachte gerade, ich muss das einmal rumdrehen. Wie komme ich denn darauf? Come on! Sie lächelt uns zu. Aber sie ist so in der Grafik eingearbeitet hier im Hintergrund. Man sieht den deutlichen Unterschied, womit man was anfangen kann und womit man nichts anfangen kann in dem Spiel. Und
Und ich dachte schon, ich muss mich durch dieses enge Loch quetschen. Das kann Chris doch gar nicht. Enge Löcher sind nichts für ihn. Noch nicht richtig drin, oder was? Noch weiter? Jawohl! Und dann finden wir irgendwas Krasses. Zylinder. Wofür ist dieser Zylinder wohl gut? Prüfen wir das. Ein rundes Metallobjekt mit einem Loch in der Mitte. In den Seiten sind Symbole eingraviert. Erinnert mich an dieses komische Ding, was wir hier schon gefunden haben. Das müssen wir wahrscheinlich kombinieren. Denn das war auch der letzte Raum. Wo ist denn die Tür? Achso. Sechseckiges Loch an der Wand. Och, Mensch. Was zum Teufel? Gottes Willen. Als ob hier nichts ist. Ein Erste-Hilfe-Kasten. Und mehr Objekte können wir leider nicht tragen. Ach, das ist sehr tragisch. Wobei ich nichts tragen kann. Also ist das tragisch nicht. Als ob hier diese Viecher nicht gleich auftauchen. Mensch. An jeder Ecke lauert Gefahr. So ist mein Gefühl. So, jetzt habe ich diesen Zylinder. Jetzt habe ich das. Kann ich das nicht mitnehmen? Es ist unfassbar. Ich kann es nicht mitnehmen. Kann es nicht mitnehmen. Mach ich ihn jetzt? Ich kann das nicht mitnehmen. Sprich, ich kann auch nichts ablegen hier. Ich will nicht das Messer wegschmeißen, weil ich einfach noch Sachen brauche. Zylinder. Magische Zylinder. Oder ist die Tür trotzdem aufgeschlossen, wenn ich das hier drin habe? Das finden wir jetzt einfach heraus, okay? Das finden wir jetzt heraus. Die Zeit nehmen wir uns. Meine Fresse, lauf doch ordentlich, Chris. Danke. Bam, ey. Oder? Ja, es geht. Tatsächlich. Krass, hätte ich nicht gedacht. Wie habe ich gedacht, das gehört zum Rätsel dazu. Speicherstelle. Magischer Zylinder im Angriffsmodus. Nein, das ist eine Feinkarte, ich weiß. Leute, rastet nicht direkt so aus. Dieses dumme Messer bräuchte. Es ist das gleiche Kampfmesser wie das. Wie cool. Röhre. Kombinieren. Prüfen. Das ist nicht richtig. Ja, Mann. Drei Symbole. Ah, da muss ich noch ein paar Mal drehen. So unnötig, was die Rätsel, ehrlich. Ganz nett, dass man das so drin hat, so, aber come on. Wozu ist das nützlich? Brauchen wir den noch? Keine Ahnung, nehme ich lieber mit. Metallobjekt. So. Warte mal, was war da nochmal? Da war ein Erste-Hilfe-Zeug. Wo war ich denn gerade? Innenhof. Da. Würde gerne schon alle Sachen hier unten mitnehmen, die ich mitnehmen kann. Das mache ich mal eben noch. Dann haben wir da zwei blaue Kräuter. Das können wir ja gleich alles hier mitnehmen. Müssen wir eh. Zwei blaue Kräuter und ein Erste-Hilfe-Kasten. Das wollen wir alles haben. Sonst lohnt sich das nicht. Müsste eigentlich nochmal auch diese Räume da von vorher abklappern und die Sachen holen. Dann mache ich das Offscreen einmal noch. Das wäre doch schon mal was. Damit könnte man was anfangen. Dann müsst ihr euch diesen langweiligen Stuff nicht noch mehr reinziehen, außer jetzt gerade. Es wird ja nichts passieren. Toi, toi, toi. Nehme ich zumindest jetzt mal an. Irgendwie habe ich gedacht, das ist so Endgame hier. Irgendwie, das kommt mir so vor. Normalerweise würde ich auch gerne diesen Flammenwerfer einfach haben, aber den darf ich ja wohl nicht mitnehmen anscheinend. Oder ich muss den irgendwie mal anders da mitnehmen können oder sowas. Keine Ahnung. Blaues Kraut nehmen wir alles mit. Denn das können wir alles gebrauchen, wenn wir angekotzt werden von irgendwelchen Spinnen oder sowas. Bah!
widerliches Viehzeug. Ich weiß, die wollen auch nur leben. Meine Güte, in der Größe sollten sie vielleicht nicht wirklich für uns Menschen zum Wohle überleben. Sehr eigensinniges Gedankengut. Menschlich, habe ich gehört. Erste-Hilfe-Kasten nehmen wir mit. Und jetzt dürfte alles geklärt sein. Okay, das sieht auch aus, als wenn wir den Flammenwerfer nicht mitnehmen können, generell. Immer wieder, denke ich mal, macht das an dem Schloss auch. Ein Erste-Hilfe-Spray. Ein medizinisches Spray zur vollständigen Wundheilung. Umbrella lässt grüßen. Haben die, glaube ich, hergestellt? Nein, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Glaube nicht. Ich weiß nur, dass das grüne Kraut nur hier in den Arklebergen wächst. Und, medizinisch sehr, sehr wirksam ist, egal was du nun hast. Ob du krank bist. Siehst du, weil das ist trotzdem grün. Also ich glaube, den Flammenwerfer konnte man nur von A nach B hier transportieren. Es gibt eine Trophäe, wenn man das nur mit einem Messer durchspielt oder sowas, ohne dass man auch noch Zusatzwaffen nimmt oder so. Das heißt, sich beißen lässt, wenn irgendwas passiert und so, und dann auch noch in Zeit, irgendwie kurzer Zeit oder so, kann man das auch durchspielen. Also, wer ist denn bitte so verrückt? Und heilen darf man sich auch nicht. Das sind Trophäen, du. Boah, da hätte ich gar keinen Bock zu, ehrlich gesagt. Ach Mensch, mein Namensvetter ist hier unten auch gestorben. Der gute Enrico. Er war ein treuer Diener. Hat noch am Ende entlarvt, wer der Übeltäter ist. Und musste dafür sein Leben geben, was ganz, ganz trauriges, tragisches Legende ist, liebe Freunde. So, was haben wir denn? Nein, die Pistole, die behalten wir natürlich zur Sicherheit. Das brauchen wir definitiv. Dann brauchen wir definitiv noch das. Hexagon-Winde nehmen wir auch mit. Und weiter weiß ich nicht. Sollte ich speichern? Ich weiß es nicht. Ich würde es am liebsten, aber ich mache es nicht. Dann gehe ich hier in diesen Raum und dann werde ich hier die Stromzufuhr aktivieren. Fragezeichen, ist das so richtig? Ich nehme es doch an. So, da haben wir den Raum. Als ob hier nicht gleich so ein Krüppzeug rumläuft. In Form von Huntern. Hunter Alpha Beta Gamma. Durchatmen, durchatmen, durchatmen. So, dann sind wir hier. Und dann gehen wir mal hier an die Stromversorgung ran. Denn ich nehme an, darin ist ein leerer Platz für eine Zylinderröhre. Anscheinend fehlt etwas. Vielleicht eine Zylinderröhre. Mensch. Du hast richtig eingefasst. Eine Reihe blinkender Knöpfe. Einen davon drücken. Welchen Knopf drücken? Grün. Es passiert nichts. Aha, warte mal. Das ist da drauf, glaube ich. Kann das sein? Warte, was? Wieso ist das schon wieder... 4, 2, 3, 1. Okay. Wir drehen das jetzt. Soweit es geht. Aber 4, 2, 3, 1. Das habe ich mir jetzt gemerkt. 4, 2, 3, 1. Wie oft soll ich das noch drücken? Juhu. Ist doch 4, 2, 3, 1, oder? Nein. Nein, ich wollte es nur lesen. Ach, deswegen drehen. Das ist doch ganz nettes Rätsel. Ach so, verwenden sollte ich es dann doch schon. Oh. Na gut, eine Reihe blinkender Knöpfe. Einer von drücken. 4. Warte, was? War das 4, 2, 3, 1? Anscheinend ist die Stromversorgung wiederhergestellt. Anscheinend. Wohin führt mich das? Oh, ein Fahrstuhl. Nach oben. Aber wohin? Ich habe ein ungutes Gefühl, dass das nach unten links sein wird. Aber ich weiß nicht. Das kann eigentlich nur nicht sein. Ist ein Aufzugsschalter drücken. Nach unten. Es führt nach unten. Ach du Scheiße. Nach unten ist doch scheiße. Ich habe Respekt vor unten. So, wo bin ich? Wo bin ich?
Verdampft. Inventarbox. Muss ich kämpfen oder was? So, was ist das für ein Weg? Hier ist eine Tür, da ist der Fahrstuhl. Kann man noch irgendwie runter? Oh, wow, wow. Schon ein bisschen gruselig hier. Aber nur weil ich nicht weiß, was überhaupt nicht weiß, was hier passiert. Abfallstoffe. Aha. Was ist denn das hier? Ein Müllschacht? Da ist ein Schalter drücken? Ich bereue es ein bisschen. Und jetzt? Okay, und jetzt? Muss hier irgendwas zerquetschen oder was? Hä? Okay. Muss hier irgendwas zerquetschen? Keine Ahnung, Gott. Krass. Meine Finden tue ich hier in diesem Raum nichts. Ist quasi leer. Aber krass. Keine Ahnung, Mann. Was ist das für ein Raum hier? Inventarbox. Wahrscheinlich muss ich irgendwas finden und hier drin ablegen. Ich meine, was könnte man denn hier zerquetschen? Mal ohne Witz. So, was wäre denn hier so zum Zerquetschen? Hm. Ich habe noch dieses Metallobjekt nicht untersucht. Vielleicht bringt mir das ja irgendwas. Ein Objekt aus einer Legierung, ein Symbol ist eingraviert. Vielleicht bin ich hier auf jeden Fall irgendwie zu früh. Gut, den Adlerwappen habe ich eigentlich auch schon geprüft. Prüfen. Keine besonderen Merkmale. Unten im letzten Buchband 1. Hier gibt es eine besondere Verwendung. Gibt es hierfür eine? Ja, gibt es. Bestimmt. Ach, come on. Come on, come on, come on. Hm, dann gehen wir mal durch die Tür. Durch die Tür des Grauens. Wo auch immer ich hier bin. Es ist kein guter Ort. Oh, krass. Verrückte Räume. Das ist ein Ort vor dich rein. Schnauze. Nicht hier ernst. Von wo? Da. Warte mal, was? Ich kann einmal rumlaufen. Krass. Was will die denn hier? Die Tür ist zu. Das hätte ich nicht machen sollen. Lauf, mein Freund. Lauf, mein Freund. Und wo kommt die? Da. Sehr gut. Oh Gott, ist die hässlich, Mann. Armes Geschöpf. Hier ist ein Weg, den ich lang gehen kann. Oh mein Gott. Ich habe gehört, gegen die zu kämpfen ist Unsinn. Also deswegen lasse ich die jetzt mal in Ruhe. Uah. Was macht die hier unten? Wie ist die hier reingekommen, Mann? Wo bin ich? Hm. Chemikalien. Die Chemikalie X. Hier ist auf jeden Fall irgendwas zu finden. Aber was? Und wo? Kann man hier worauf klettern? Tatsächlich. Oh, wow. Oh, wow. Das sieht nach Munition. Nach guter Munition aus. Komm, nimm diese. Ja, die nehmen wir mit. Pistolmunition lassen wir mal, obwohl wir die eher gebrauchen können als die Magnum gerade. Na, wo kommen wir denn hier raus, Mann? Was zum Teufel ist hier los? Okay, hier komm ich hier einen runter? Wo bin ich hier nochmal? Da ist der Friedhof. Ein unter mir ist der Friedhof? Laber doch kein. Achso, zweiter Untergeschoss. Können wir nach oben vielleicht? Nee, nicht mal das.
Hier komme ich wahrscheinlich einfach ganz runter. Na gut, dann komm mal her. Und jetzt hier rauf mit dem Dreck, oder was ist hier los? Brauche ich das für irgendwas? Ein Gerät zum Transport der Materialien. Das Material muss nun richtig platziert werden. So, oder was? Ganz nach hinten, oder was? Ist das das, wo wir eben waren? Ja, ich nehme an. Nehme an, das ist da, wo wir eben waren. Und jetzt werde ich die Pistolenmunition mitnehmen, weil dann müssen wir nämlich zur Inventarbox, nehme ich an. Wozu habe ich denn jetzt die Magnum-Munition hier, Alter? Ich muss doch gar nicht kämpfen, oder? Ich kann die doch einfach ignorieren. Wäre schlecht, wenn nicht, ehrlich gesagt. Da komme ich dann raus, dann laufe ich links rum und wenn ich sie sehe, rechts rum. Scheiße. Ja, 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 da wo die Inventarbox ist. Das sieht auf jeden Fall danach aus. Na gut, lauf, Chris. Lauf. Wir müssen eh zur Inventarbox und müssen das einkerkern hier. Chris, Chris, Chris. So, von wo kommt die Gute? Warte auf dich. Schweinchen, Schweinchen, Schweinchen. Gut, dass die nicht schnell ist oder so. Kann ich irgendwas machen damit? Warte, wo zum Teufel? Das ist diese rote Tür locker. Willst du nur wissen? Nein, scheiß auf die... Es wird schon richtig sein. Es wird schon richtig sein. Ist das der Weg zurück? Auf jeden Fall, danke. Tschüss. Gruseliges Mädchen. Mit komischen Geräuschen. Oh mein Gott. Ach komm, geh einfach da raus. Uah. Eklig. Die soll mal nicht so ein Gesicht machen. Oder mehrere, oder was auch immer. Oh, man. Das ist der Fahrstuhl. Jo, jo, jo. Verstehe schon. Inventarbox. Komm, komm, komm. Die gute Magnum-Munition wird ja hier gelagert. Ich bin schon an meiner Magnum-Munition weit vorbei. Ah, deswegen habe ich das immer lieber geordnet. Aber gut. Pistolenmunition haben wir auch noch. Eine Menge. Wie eine Menge Fantasie. Ich denke, ich muss die Kiste da rauf machen. Genau, und dann muss ich sie zerquetschen. Ist das möglich? Würde auf jeden Fall Sinn machen für mich. Macht das auch so. Anderes würde ich nicht logisch finden. Und gleich werde ich mit wieder zurückgezogen. Ah! Die so... Come on. Klatsch und Tratsch, komm, schieb die Kiste, schieb deine Kiste hier rein. Ja, wie dauert das Spiel trotzdem ganz schön lange? Ein Müllschacht, Schalter drücken, juhu. Hier machen wir den Müll platt oder was? Bam. Gute Idee. Wir können auch die gute... Da ist ein Flammenwerfer drin. Aber kein... Und dann müssen wir uns wieder mit dir rumschlagen. Defekter Flammenwerfer. Oh, ich kann ihn generell auswechseln. Ne, 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 ne. Das ist schön. Das ist schön. Das ist wirklich schön. Warte mal, wo zum Teufel ist der andere Flammenwerfer? Der ist jetzt am Arsch der Welt. Oh, krass. Die muss ich jetzt mitnehmen. Dann holen wir den anderen Flammenwerfer und dann... Öffnen wir die andere Tür. Da war noch ein rotes und ein grünes Kraut. Eigentlich auch. Es ist kaputt. Ich kann hier nicht lang. Ist nicht zu fassen. Es ist nicht zu fassen. Es ist nicht zu fassen. Dieser Weg ist kaputt. Jetzt habe ich den defekten Flammenwerfer.
brauche ich die Kurbel. Oh, ich weiß schon, was kommt, ey. Gleich brauche ich die. Nein, 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 du musst nach oben, Chris. Ach, komm. Mach nicht so. Das war meine Schuld. Da war noch am Anfang seiner Karriere. Hinterher würde ein Felsen... Ich weiß schon, der, warum der eine Phobie vor diesen riesigen Felsen hat, der Junge. Und die beim Resi 5-Spiel einfach mal wegkloppt. Mit seinen bloßen Fäusten und seinem krassen Workout-Training. Wo er sich 500 Milligramm Testo reinzieht jeden Tag oder so. Keine Ahnung, wie viel da so üblich ist. Solange die mir nicht eine runterhaut, ist alles in Ordnung, weil da ist sie. Ah, die hält sie aber nicht, ey. Kann das sein? Oh, man. Wo sind die Kräuter jetzt, Mann? Komm, sammel ein. Rotes Kraut mitnehmen? Definitiv. Man weiß es ja nie. Die ist ja nicht gerade sehr stark, bereit, unbesiegbar, schön entschlossen, mutig. Oh mein Gott, lass mich doch. Ich will doch da lang. Warte mal, wo ist der Weg? Da, ne? Von da kommt die Alte aber. Wait, follow me. Wait, follow me. Muss schon kommen, Mann. Oh, sei nicht so lahm. Mein Part geht auch nicht 10 Jahre. So. Hier. Oh, ja, ist ja gut. Was? Der Haken hat sich im Loch verfangen? Wie? Oh, nicht deren Ernst. Er sei umlegen. Ja, komm. Tschüss. Ah! Geh weg. Ich hab nichts gegen dich, aber ich mag dich auch nicht. Sei mal nicht so. Hat sich im Loch verfangen, krass. Oh ja, sonst könnte ich das auch einfach benutzen. So. Rein mit uns da, Alter. Da will ich nie wieder hin. Ich hoffe doch, dass wir da... Sind wir denn jetzt schon wieder? Was ist das für eine kranke Scheiße hier? Oh, ich dachte, da kommt was. Eieiei. Warte mal, was? Hier ist definitiv irgendwas und hier ist es auch definitiv ekelhaft. Und hier wurden... Der Schreibtisch ist voller alter Puppen und Kerzen. Uah. Feuer ist erloschen, aber hier war vor kurzem jemand. Echt? Kann ich nicht anmachen, schade. War vor kurzem jemand. Eine alte Sammlung irgendwelcher ekliger Puppen. Miss Baker. Ja, ins Wasser zu gehen ist bestimmt eine gute Wahl. Wo zum Teufel bin ich? Lauf, mein Freund. Was zum Teufel ist das hier für eine kranke Scheiße? Das Bett ist noch warm. Wer hat hier gepennt? Die Alte oder was? Schmuckkasten definitiv mitnehmen. Ist noch mehr. Mutter und Tochter scheinen sich gut zu verstehen. Ah, jetzt ist es traurig. Eine Menge Fotos von einem jungen Mädchen im Laufe ihrer Kindheit. Dieses Bett ist noch warm. Ich wollte eigentlich das Buch da lesen, aber gut. Hier ist noch was, aber wird mir nicht angezeigt. Kann ich bitte hier noch das finden, was hier zu finden ist? Schmuckkasten. Na gut, Leute, ich denke, der Part ist jetzt auch vorbei. Jetzt, wo es so richtig spannend wird hier. Steht er? Oh, wow. Das ist ja krank schon wieder.
Steinring. Da fehlt auf jeden Fall was. Ein Familienfoto und Notizen. Auf der Rückseite steht etwas geschrieben. Progenitor-Virus verabreicht. 10. November 1967. Jessica, Virus Typ A. Plasmolyse des Gewebes nach Zellenaktivierung. Virusfunktion negativ. Aktion eliminiert. Oh, mir schwammt Übles. Lisa, Virus Typ B. Plasmolyse des Gewebes nach Zellenaktivierung. Virusfunktion positiv, aber verzögert. Körperliche Veränderung. Konstante Ergebnisse beobachtet. Status Schutzbeobachtung dauert an. George, Aktion terminiert, 30. November 1967. Jemand hat ein Tagebuch hinterlassen. 14. November 1967. Seit der Spritze ist mir schwindelig. Mami ist verschwunden. Was haben die mit ihr gemacht? Sie hat mir versprochen, dass wir zusammen flüchten. Ist sie ohne mich entkommen? Hat sie mich verlassen? 15. November 1967. Ich habe Mami gefunden. Wir haben zusammen gegessen. Ich war sehr glücklich. Aber sie war eine Fälschung. Nicht meine echte Mami. Dasselbe Gesicht, aber anders innen. Muss Mami finden, muss Mami Gesicht wiedergeben. Oh mein Gott. Ich habe Mamis Gesicht zurückgeholt. Niemand bekommt meine Mami außer mir. Ich setze ihr Gesicht auf, damit sie nicht weggehen kann. Mami traurig, wenn ich sie ohne ihr Gesicht finde. Gott, ich heule gleich. 17. November 1967 wahrscheinlich. Aus Kasten strömt Duft von Mami. Echte Mami in Kasten? Kastenstein hart, tut weh. Stahlseil im Weg. Kann Mami nicht sehen, weil vier Steine. Leute, das ist das tragischste Familienschicksal, das es gibt. Und ich würde gerne alle Sachen hier noch finden. Oh, das handelt sich wahrscheinlich, oder ich weiß es sogar eher, um dieses Mädchen, was hier rumläuft. Und dieser wunderbare George Trevor, der hier auch versucht hat zu fliehen, ist der Papa, der hat das Gebäude erfunden. Und er und Spencer waren die einzigen, die wussten, was in diesem Gebäude so vor sich geht, wie diese ganzen Rätsel funktionieren. Und darum musste er eliminiert werden. Und seine Familie wurde einfach als Forschungsobjekte wurden die einfach benutzt. Liebe Freunde, sehr traurige Geschichte. Die Lisa hat das Virus hier gekriegt, wie ihr seht. Und ist absolut unverwundbar und eine groteske Gestalt geworden. Ach du Scheiße, hier bin ich. Und die Mama ist gestorben. Und wie das weitergeht, das sehen wir im nächsten Part. Also, wir sind, glaube ich, in dieser Hütte draußen. Schaltet wieder ein und ciao!